was geht? Ich bin Cody und wir sind wieder bei Minecraft Mindlayer. Ja, hier muss es ja auch mal weitergehen. Ich dachte gerade, ich nehme schon auf, aber naja, ich habe mein Audio-Interface nicht angemacht, deswegen wurde meine Stimme nicht aufgezeichnet. Mein Bett habe ich hier reingepflanzt, habe ich gemerkt, wow, hier, ich brauche Holz, deswegen habe ich mir zwei Äxte gemacht. Und werde mit diesen Äxten jetzt nach unten gehen und Holz holen. Und was ich noch gesagt hatte, war, dass wir den Crusher im letzten Part abgeholt hatten. Und hier können wir mal eben hingucken. Da hat der Stormy im letzten Part von ihm ein bisschen was kaputt gemacht. Ja, den Crusher, den müssen wir dann irgendwie nochmal abholen oder so. Der ist jetzt noch mitten in meiner Bude, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er schon wieder alleine aufgenommen hat, aber eigentlich wollten wir zusammen weitermachen. Sind aber noch nicht dazu gekommen, deswegen, ja, müssen wir das nochmal irgendwie irgendwann machen. Weil der soll ja auch mal hier ankommen, deswegen war ich ja schließlich erst losgelaufen. Und jetzt, da ich wieder aufnehmen wollte, musste ich alleine wieder nach Hause laufen. Weil wir gerade 12:30 morgens haben. Badest du gerne? Komm, stirb. Dann töten wir. Bam. Bam. Obwohl er ja eigentlich schon tot ist. Also töten ist das ja nicht wirklich, ne? Ich bin ja ein lieber Typ. Ich töte doch keine lebenden Wesen. Er ist ein Untoter, der eigentlich tot war, aber wieder nicht tot ist. Deswegen heißt er Untot. Aber er ist halt nicht wirklich lebendig. Und deswegen, ich wollte ihn einfach wieder da schicken, wo er hingehört, weil anscheinend hat er es nicht verdient zu leben. So. Einfache Geschichte. Ende im Gelände. So. Ein paar Bäumchen brauchen wir noch. Ich weiß nicht, wer überhaupt so viele Bäumchen hier angepflanzt hat. Das sind ja schon eine Menge. Hier vorher war hier, glaube ich, ziemlich kahl, oder? Voll kahl war hier. Voll kahl, obwohl jemand so heißt. Der fühlt sich bestimmt angesprochen. Ne? Voll? Hat sich sonst irgendwas hier geändert in dem Projekt? Ich kann ja mal kurz auf den Baum hier drauf hüpfen. Hat sich irgendwas geändert? Großartig sieht das nicht so aus. Bei Flo, der spielt ja aktuell nicht, weil er irgendwie zurzeit keine Motivation hat, sagt er. Nö, das Feld hat sich auch nicht wirklich geändert. Hier sind nur mehr Bäume, ne? Das andere fällt mir jetzt gar nicht auf. Kann ich mal ein paar Tiere töten? Ihr Schweine! Ihr habt es nicht anders verdient. Gebt mir euer Fleisch. 15 Stück. Wie viele Schweine habe ich getötet? Ich weiß es gar nicht. Hoffentlich habe ich das ganze Fleisch eingesammelt. Das ist einfach. Was sonst hat sich hier da. Ist da was ist das hier? Das ist, glaube ich, neu. Hey Leute, in die Kisten packe ich Stuff, den ich nicht brauche. Könnt euch also nehmen, was ihr braucht. Mokis öffentliches Lager, bedient euch. Oh, cool. Oh. Nice. Alter. Das ist wirklich cool. Werfbarer Trink, 260 angeschlagen. Okay. Geil. Coole Sachen hier auf jeden Fall. Ich glaube, ich nehme mir mal einen Stickknochen mit. Ich stecke Knochen. Falls ich da oben mal was anpflanzen will, dann kann ich das nämlich verschneiden. So, hier in den Öfen ist nichts mehr drin, alles klar. Ich könnte ja mal das Fleisch hier irgendwo reinpacken. Da bin ich da. Da eigentlich auch nicht. Das nehme ich mal mit. Und gebe euch dafür das hier. Bitte schön. Und das Eisen nehme ich auch mal mit, okay? Danke. Können wir mal direkt unser Holz, das wir gerade gefarmt haben, verarbeiten. Nicht das Fleisch, sondern das Holz. Ja, das sollte reichen erstmal. Das sollte erstmal reichen. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare dann mal so reinschreiben, was ich als nächstes mal so machen kann oder so, was ich an meinem Haus verschönern kann und so weiter und so fort. Aber ich weiß nicht, denn den Baustil, den ich jetzt angefangen habe, habe ich noch nie gebaut. Ich weiß nicht genau, wie ich das weitermachen soll, weil es irgendwie schon sehr komisch aussieht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Gerade schreibt mir jemand, schreibt mir jemand in Facebook. Bim, 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 bim. Ja. La la la. La la la. Das ist so schön. Hier müsste man echt mal einen Plattenspieler hinpacken, der sich immer wieder aktiviert. Wo einfach so Fahrstuhlmusik ist oder so. Man hätte sich echt gar nichts getan. Was ich schade finde. Lieber Fleur.
Hoffentlich kriegst du bald wieder Lust zu spielen. Ich will jetzt immer alleine sein. Auch wenn wir noch nicht zusammen aufgenommen haben. In diesem Projekt hier. Aber bitte, bitte, bitte. So, jetzt gehen wir da nach oben. Der letzte Folge hat aber auch viele Aufrufe bekommen. Habe ich gesehen. Habe ich vermerkt in meinem Kopf. So, dann nehmen wir uns mal ein bisschen Dings hier. Ich hoffe mal, dass das irgendwie am Ende dann nicht mega kacke aussehen wird. Weil ich will ja eigentlich schon ein schönes Haus haben, ja, ja. So. Hier geht es ein rein und dann kommt noch eins. Hier geht es ein rein und dann kommt noch eins. Also quasi hier hin. Ja. Das sieht doch ganz richtig aus. Ja, ja. So, jetzt klopfen wir mal die falschen erstmal weg. So. Oder den falschen. Du bist eine falsche Schlange. Du bist eine falsche Schlange und das habe ich schon immer gerochen. So, das machen wir auch weg. So, jetzt sieht er schon ein bisschen schöner aus. Aber, weil ich einen total mega schönen Ausblick hier hinten haben möchte, packe ich mir hier Glas hin. Ist das in Ordnung für euch, wenn ich mir da Glas hinpacke? Ich glaube, das Bett, das könnten wir... Bett... eigentlich genau in die Mitte packen, und zwar dahin. Ja, das sieht ganz gut aus. Und ich glaube, ein bisschen Glas dürfte jetzt auch fertig sein. Dann nehmen wir noch den anderen Glasblock da raus. Dann haben wir 7. Dann haben wir sogar 1 zu 4. Auch wenn wir von hier nicht wirklich was sehen, weil es einfach nur mega scheiße ist. Deswegen kloppen wir die unterste Dingens hier auch noch weg. Zack, zack, zack. Kommt da Glas hin. Ist doch locker easy gemacht. Machen wir hier noch die Erde weg. Damit wir so einen quasi abgerundeten Blick nach unten haben. Ja, das sieht doch schon schöner aus. That's cool. Das ist schön. Machen wir... Oh ja, komm, machen wir das hier mit Quarzi. Das sieht schön aus. Jojo. Hallo. Da können wir Stormy immer beobachten. Hallo Stormy. Stormy ist gerade nicht da. Scheiße, ich bin alleine auf dem Server. 9 Tode habe ich schon gehabt. Uff, tatata. Uff, tatata. Das ist nicht wenig. Machen wir hier mal noch so einen Rahmen, der nach oben geht, ja? Ist das in Ordnung für euch? Ist das okay? Ist natürlich jetzt nicht so einfach. Nicht so einfach. Dann machen wir weiter. Dö, 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 dö. Machen wir hier so einen hin und da so einen hin. Und ja. Cool. Das hat ja so schon allein schon was, ne? Das hat so was Offenes und man kann aber nicht raus. Moment, da flutscht mir meine Kopfhörer aus dem Ohr. Ne, wir können hier anscheinend nicht raus. Sind sicher, Monster können auch nicht rein. Das ist cool. Das können wir eigentlich schon so lassen, oder? Also es hat was. Hm. Aber irgendwie fehlt das noch. Hier fehlt irgendwas. Irgendwas muss hier noch hin. Aber was? Was könnte hier noch hin? Das sieht so total minimalistisch aus, so als wäre es gar nichts. Das ist ja nur ein Bett drinne. Und hier vorne diese blauen Steine, weiß nicht, da fehlt noch was. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr eine Idee habt. Wir können jetzt auf jeden Fall hier nochmal ein paar Quarzblöcke von machen. Zack. Wunderbar, den Rest Quarz packen wir mal da rein. Wir könnten mit Quarz was machen. Aber wollen wir mit Quarz was machen? Das ist die Frage. Eigentlich wollte ich ja mich auch mal darum kümmern, dass, warte mal, packen wir mal ein bisschen Bruchstein in die Öfchen. So. Du kommst da rein, du kommst da rein. Dass die Wände hier halt vernünftig aussehen, da. Da ist mir noch zu viel Erde und sowas. Das muss alles weg, ja, ja. Soll ich mir erstmal hier runter oder so? Wasserfall machen, dass ich hier mal hoch und runter schwimmen kann. Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Dann sind die ganzen Fackeln da auch weg. Aber ich gehe einfach mal so runter und versuche das so mit dem Clean Stone. Ja, ja. Hier habe ich ja schon so weit, wie es geht, gut durchgezogen. Außer, dass hier halt noch, Oder soll ich die Erde da drin lassen? Oder soll ich das... Ich weiß es nicht. Ich bin mir immer so unschlüssig. Da müsste ich hier auch die ganze Erde wegkloppen. Stimmt, hier hatte ich das angefangen mit der Erde zu machen. Dann machen wir das doch einfach hier mal direkt mit
Cleanstone weiter. Ziehen die Wände schön hoch. Zack, zack. Zack, zack. Zack, 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 zack. Wenn es nicht gibt Erde, dann muss Cleanstone her. So. Aber am liebsten würde ich komplett die Erde wegmachen. Weil Cleanstone irgendwie schöner ist. Hat was, ne? Cleanstone ist so. Ist so sauber. Nicht, dass ich dreckige Sachen nicht mögen würde oder so. Aber ihr versteht, was ich meine. Da hinten kommen zwei Zombies. Ja, schön. Ich habe euch bemerkt. Ihr könnt aber auch gerne wegbleiben, wenn ihr möchtet. Weil ich brauche euch nicht so unbedingt so in meiner Nähe. Ja, seid ihr schon nah? Seid ihr schon fast da? Du brauchst noch ein Stückchen, Freundchen. Da kannst du mir nicht erzählen, dass du mir da Angst machen willst. Verpisst euch, ey. Verpisst euch. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Okay, der war fail. Der kommt da wieder weg. Ja, Ne, ich bin wirklich dafür, dass da überall nur Cleanstone hinkommt. Auch wenn das verdammt viel Arbeit wird, aber im Endeffekt, dann werde ich, glaube ich, stolz auf mich sein. Wenn es dann fertig ist und ich einen kompletten Berg nur aus Cleanstone habe, also zumindest das, was unter meinem Haus ist, unter meiner Plattform, das soll aus Cleanstone sein. Nicht, dass da hinten alles, wo Flo noch ist und sowas. Das ist natürlich logisch, ist das oder nicht. So, wir haben keine Schaufel dabei, das ist ein bisschen blöd. 11 Minuten haben wir erreicht. So, dann müssen wir wieder nach hier gehen. Ja, ich mache mir jetzt eine Schaufel. Oder ich hole mir eine Schaufel, wenn ich eine habe. Und dann fangen wir damit an. Dann machen wir das einfach. Dann kloppen wir die ganze scheiß Erde weg. Machen wir eine Eisenschaufel. Leck mich doch am Po. So. Das, was wir alles gerade nicht brauchen, packen wir am besten mal in eine sichere Kiste. Weil könnte ja sein, dass wir sterben. So, jetzt nehmen wir uns hier ein... zwei Sticks, machen uns hier zwei Schaufeln. Das kommt wieder in die Kiste. Das Glas hätte ich eigentlich auch nicht mitnehmen müssen, aber YOLO. Obwohl diese Seite hier auch aus Cobblestone ist. Ich glaube, ich mache nur die Treppe aus Cobblestone und alles andere halt aus Dings. Wow, Junge. Wow. Wow. Alter, du bist ja derbe ausgerüstet gewesen. So, zack. So, und alles, was zur Treppe gehört, darf natürlich so bleiben. Das ist unter der Treppe, das heißt, diesen Block hier kann ich auch austauschen. Nein, kann ich nicht, weil es eine Stufe war. Fuck it. Okay, dann ist es halt eine Stufe. Dann bleibt sie da. Bitteschön, Stufe. Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden. Dass du da bleiben darfst und nicht ausgegrenzt wirst, so. Wie viel... Ja, super. Wir haben doch einen Cleanstone dabei. Das reicht natürlich. Mhm. Ganz logisch. Wieder nach oben laufen, weil wir so verplant sind, dass wir nichts geschissen bekommen. Rar. Wahrscheinlich. Dann packen wir wieder ein neues rein gleich. So. Er ist noch lange nicht fertig, ey. Wir könnten so lange schon das nächste Zeug abbauen, aber ich möchte nicht immer hoch und runter so oft und. Ihr versteht das doch. Ihr wisst doch genau, was ich meine. Was ist das denn hier für ein Scheiß? Das will doch auch keiner haben, oder? So. Ich mache einfach schon mal alles hier so fertig, damit ich nur noch die Dings dahin kloppen muss. Ich meine, jetzt sind wir auch nicht wieder weit weggelaufen oder so. So. Zack, zack. So, die erste Dings hier wird dann komplett ausgetauscht. Gut. Gib mir mal ein bisschen. Damit ich wenigstens schon mal ein paar setzen kann. Ich will jetzt nicht komplett warten. So, 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 so. So, so, so. Was erwartet ihr eigentlich noch von diesem Projekt? Das möchte ich jetzt auch mal in den Kommentaren gerne lesen. Was ihr von diesem Projekt noch so erwartet. So. Okay, das war nicht genug.
Aber es sieht langsam nach etwas aus. Eigentlich müsste ich die hier auch austauschen. So. Den auch, den auch, den auch. Und dann war es das so. Die alle austauschen noch. Uiuiui, das wird viel Arbeit. Ich glaube, ich muss mir mehr Öfen machen, damit ich das Ganze schneller machen kann hier. Öfen sind schnell und leicht gebaut. So. Haben wir 6 Stück mehr. Sollte auf jeden Fall was bringen. So, geh du mal weg da. So, zack, 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 zack. Und jetzt brauche ich ganz viel Kohle. Ganz viel Kohle. Passt sogar perfekt, glaube ich. Zack, zack, zack. Läuft bei mir, ne? So. Aha, jetzt habe ich keinen Cobblestone mehr. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Okay. Aber dafür habe ich wieder Cleanstone. Und den packen wir jetzt hier noch hin. Und dann machen wir auch Ende des Parts. Weil wir schon wieder so spät haben. Unglaublich, ne? Wie schnell die Zeit doch vergeht und wir haben kaum was geschafft. So. Zack. Ja, das sieht gut aus. Ja, ja, das finde ich toll. Aber eigentlich muss da noch eine Fackel hin. Weil hier war irgendwo eine. Richtig? Richtig. So, und dann würde ich sagen, beenden wir diesen Part. Wir sehen uns in der nächsten Woche, Mittwoch, was wie weiter so passiert und was wir machen werden. Clownsteen-Booms können wir leider nicht weiter brennen. Aber, ja, was soll's. Wir sehen uns im nächsten Part. Lasst eine Bewertung da und bis dahin. Tschüss.